Die Rezession ist nicht mehr abwendbar. Lustiges Zitateraten heute im Fahrstuhl. Wer sagt das? Die Auflösung im Fahrstuhl. Gucken Sie jetzt. In dieser Woche sprach auf einer Veranstaltung in Frankfurt Christian Sewing, der Chef der größten Bank hier in Deutschland. Und er sagte, die Rezession ist nicht mehr abwendbar. Harte Worte vom obersten Chef der Deutschen Bank. Und die Frage, welche Signalwirkung wird das auf andere Institute haben? Bei der Baufinanzierung sehen wir ja schon, dass die Daumenschrauben bei der Kreditvergabe deutlich angezogen werden. Ist das jetzt bei den restlichen Krediten auch in Zukunft so, wenn eben das nicht abwendbar ist, was hier gerade wirtschaftlich passiert? Seit Jahren wabert ja so das Gespenst der Kreditklemme hier in Deutschland. Kriegen wir jetzt tatsächlich eine Kreditklemme? Gleichzeitig hat er in einem Interview gesagt, dass die deutschen Firmen wieder, wohlgemerkt wieder, wettbewerbsfähiger werden müssen. Aber das können die Firmen ja nur bei allen Aufgaben, die da gerade anstehen, Digitalisierung etc., wenn auch die Banken dabei unterstützen, Firmen auch zu finanzieren. Große Frage, drehen die Banken jetzt der Wirtschaft zusätzlich den Hahn ab? Eine Frage, die ich gerne mit Ihnen diskutieren würde. Bin gespannt auf Ihre Beiträge, Kommentare, Rückfragen und freue mich wie immer auf Ihre Beiträge. Jetzt wünsche ich Ihnen wie immer ein schönes Wochenende und dann freue ich mich, hier nächste Woche wieder Sie im Fahrstuhl begrüßen zu dürfen. Bis nächste Woche. Tschüss.